Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Ich habe hier noch so einen Rest Alufolie. Das sind nur so Reste halt. Und die will ich so hier über die Leinwand kleben. Dafür habe ich mir hier eine Paste angemischt, weil ich will es nicht plan haben. Ich will so ein bisschen, ja, so eine hügelige Landschaft haben. Und ich habe einen Plan. Ich will nämlich gar nicht das Silber haben, sondern ich möchte Gold. Letzten Rest nehme ich hier noch raus. Füge das hier so ein bisschen rüber. Es muss nicht ordentlich sein. Nimm einfach deine Alufolie. Das können halt auch irgendwelche Reste sein. Wenn das hier so auseinander fällt, ist auch okay. Ich ziehe es mir ein bisschen glatt, aber ich will dieses Knitterige haben. Also das finde ich ganz schön. Und deswegen klebe ich die jetzt damit einfach drauf. Hier unten nehme ich nochmal was weg. Das klebe ich da oben noch wieder dran. Dann drücke ich das ein bisschen ran. So ein bisschen noch mit dem Spachtel nachziehen und dann kann das auch erstmal trocknen. Ich habe es einfach in die Sonne gestellt, das kann jetzt hier trocknen. Und ja, dann könnte ich mir ja auch noch einen Kaffee kochen. Und wenn es trocken ist, male ich weiter. Damit will ich jetzt das ganze Gold einfärben. Das ist jetzt aber kein Gold, sondern einfach nur Goldocker. Und ja, damit färbe ich das jetzt ein und dann kommt dieser metallische Glanz so durch. Und dann ist es aber nicht mehr Silber, sondern Gold. Leuchtet hier schön durch, das gefällt mir gut. Also so habe ich es mir auch vorgestellt. Jetzt male ich mal ein bisschen Weiß dazu und ja, mal schauen. Ich nehme, glaube ich, mal einen Schwamm. Das sind ja ganz normale Schwämme und damit tupfe ich das jetzt mal so ein bisschen hier drauf. Gold mag ich gerade sehr, sehr gerne. Also ich mache echt so ein paar in Grün und Gold. Ich finde das einfach eine schöne Farbmischung. Mit dem Schwamm geht das, glaube ich, schöner. Dann kriege ich so weichere Übergänge. Ein bisschen heller hier noch mal drüber, dann kommt von unten das Gold noch mal so durch und das ist jetzt, glaube ich, ein schöner Effekt, finde ich.
Hier sind auch nochmal so ein paar Krümel von dem Schwamm. Die wische ich hier nochmal so ein bisschen runter und dann lasse ich es so. Ja. Ja, es war sehr entspannt. Also ich bin sehr relaxed. Es hat viel, viel Spaß gemacht und sehr einfach. Du hast sehr schnell einen schönen Effekt und kannst dabei so abschalten, so richtig meditativ, einfach tupfen. Das finde ich immer so schön an dem Schwamm. Und du siehst hier so toll das Gold durch. Jetzt sieht es irgendwie blau aus. Ich weiß nicht, ob es nachher oder später, wenn ich den Film mache, auch noch blau aussieht. Aber jetzt durch die Kamera sieht es gerade blau aus. Es ist aber alles grün. Und blau sieht aber auch schön aus, denke ich mir gerade. Aber das habe ich ja schon im Kanal sowas. Also grün musst du dir jetzt denken. Reg einfach deine Fantasie an. Lass alles andere los und hab Spaß. Genieße deine Zeit und ja, mach einfach. Das kennst du auch, das ist schon im Kanal. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Da habe ich das Silber verwendet und ja, da glänzt überall dieser tolle, schöne Ton durch. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann gehen wir noch mal ein Stück hier rüber. Du kannst natürlich auch mit Blattgold oder mit Blattmetall arbeiten und das schön einarbeiten. Ganz unterschiedlich kann man das machen. Und ja, gerade zu grün, finde ich, passt das immer ganz gut. Finde ich einfach immer ganz schön, die Kombi, auch mit Türkis zusammen. Finde ich auch gut. Das ist auch eine sehr schöne Arbeit. Das macht auch sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Ist auch so schön meditativ. Genauso wie dies hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, ob die schon im Kanal veröffentlicht sind. Wenn nicht, abonniere einfach den Kanal und dann bekommst du Bescheid. Mach dich einfach frei von diesem, ja, was man so glaubt, was man alles so braucht, um malen zu können. Also nimm einfach das, was du da hast. Nimm die Nagelbürste, den Haushaltsschwamm, nimm die Alufolie, den Fensterwischer, was auch immer. Und mach, darum geht's, um das Tun. Um diese Freiheit zu spüren, ja, dieses Abschalten, dieses meditativ einfach bei sich sein und alles andere um sich herum auch einfach mal loszulassen. Also auch die Gedanken loszulassen. Und das ist einfach so, so, so wertvoll. Und deshalb finde ich schön, dass du hier bist. Danke für dein Like. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Darüber freue ich mich immer so. Und danke für dein Abo. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.